Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Arschloch! Bleib sofort still! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Ich werd gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Ja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Diesmal spielen wir das The Last of Us DLC Left Behind. Wir sind in der Rolle von Ellie und wir wollen jetzt hier Nähzeug holen, weil wir unseren Joel
verarzten müssen, wie in der Hauptstory, wurde er auch hier angeschossen. Das spielt übrigens neben der Hauptstory so ein bisschen parallel dazu und alles. Ja, ich habe mir das DLC jetzt nun auch mal geholt, das habe ich, ja, es ist ja schon ein bisschen länger raus. Aber ich hatte bisher kein PSN-Guthaben und jetzt habe ich mir einfach gedacht, gönnst du dir mal, ne? Und ja, jetzt spiele ich das hier. Für euch, für mich, für alle. So, hoffentlich kommt es gut an. Kein angezockt, kein irgendwas, sondern ein ganzes Let's Play. Okay, wir müssen Nähe zu euch suchen. Moment, was können wir denn nochmal? Können wir hier auch so Lauschmodus? Ja, aber sehen wir nicht alles. Ich bin noch ein bisschen von Batman gewohnt. Ich zocke jetzt hier irgendwie die ganze Nacht Batman. Ganze Nacht, ja, ganze Zeit. Und da kann man hat man so einen Detektivmodus, wo man alles und jeden sieht. Und hier hat man ja nur den Lauschmodus. Da sieht man jetzt nicht alles, aber da vorne ist was. Oder? Nee. Na, ich glaube, wir sollten einfach mal da hochgehen. Das wird euch das Beste sein. Wir können auch rennen, ne? Ja, L2. So. Hoffentlich ist hier kein Feind. Wir haben zwar eine Knarre dabei, aber unser Leben ist auch gar nicht so aufgefüllt. Warum das eigentlich nicht? Wir werden hier mit halbem Leben ins Spiel geschmissen. Das ist ja schön. So, wir sollten vielleicht eine Apotheke oder sowas aufsuchen, wenn es das hier gibt. Ich laufe mal ein bisschen hier. Ich schätze mal nicht, dass hier gleich Gegner sind. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe generell, dass hier wenig Gegner sind, weil... Oder Zombies. Zombies gibt es ja hier auch. Merke ich so gerade. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Von rechts höre ich da was. Hallo. Sieht übrigens sehr schön aus hier. Ich frage mich, wie das auf der PS4 aussehen wird. Ich habe mal so gelesen, dass bei der Remastered Edition auch alle DLCs und so weiter dabei sein werden. Ob es allerdings jetzt stimmt, weiß ich nicht. Keine Bestätigung. Verriegelt. Okay, Kombination erforderlich. Wir brauchen ein Zettel oder so. Ah, L3. Hallöchen. Westen Apotheke. Das geht doch gut. Was sage ich denn? Wir müssen zu einer Apotheke. Aber wir merken uns diesen Standpunkt hier mal. Wir brauchen einen Code. Falls wir einen Code finden, dann können wir da zurückkehren. Okay. Mit Kreis ducke ich mich. Habe ich auch mal ein Lämpchen an. Ah, sehr schön. So, da habe ich doch schon was glitzern sehen, oder? Das war... Moment. Ach nee, da hinten. Okay. Was ist hier? Was ist denn das? Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen? Das geht ja gar nicht. Das ist ja, jetzt würde ich hier einfach mal in den Supermarkt gehen und da die Konservendosen leeren. Irgendwas? Und die Dosen wieder ins Regal stellen. Irgendwas? Nichts. Ja, wir durchsuchen hier mal alles. Habe ich da was gehört? Nein. Nein. Ich schieb schon wieder Paras hier. Ich dachte, es wäre einfach so ein Mensch, der da steht. Okay, hier haben wir Wasser. Ein wenig Wasser. Wasser ist immer gut. Ich lasse mich dadurch sehr irritieren. Die Kasse können wir nicht öffnen. Na gut. Wir brauchen ja eher was zum Überleben. Lebensmittel und so weiter als Geld. Ich glaube, für Geld kann man sich hier nicht allzu viel... Damit kann man nicht allzu viel anfangen. Ich glaube... Ein Verbandskasten. Ja, da müssen wir rein. Fenster einschlagen, durchklettern, würde ich sagen. Oder es gibt einen Hintereingang. Wir haben da ja gesehen, dass dieses Tor... Ah, hier ist noch ein Zettel. Steht da vielleicht was drauf? Der Apotheker. Vielleicht hat er den Schlüssel. Okay. Dann haben wir jetzt die Kombination. Gucken wir doch einfach mal bei dem Apotheker vorbei. Gleich nebenan. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nee, okay. Dann gehen wir einmal hier zu dem Apotheker. Ist das wirklich der Apotheker? 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Schön, dass die das schon alleine macht. Muss ich mir das nicht merken.
Ellie ist mit dem Spiel sehr stark geworden. Sie kann schon alleine dieses Gitter hier hoch. Scheiße, ich brauche eine Gasmaske oder so, ne? Achso, das heißt also nur, dass hier so ein Vieh ist. Das muss nicht gleich heißen, dass das hier Gift ist. Giftig ist. Okay, aber wir sind wachsam. Wir können ja unser Licht ruhig anmachen. Es kommt ja nur darauf an, ob wir laut sind oder nicht. Darauf hören die ja. So, können wir schon irgendwas herstellen? Wir haben eine Flasche. Damit können wir die Viecher gegebenenfalls ablenken. Was ist das hier? Wer diese Puppe zerstört? Wer macht denn sowas? Oh mein Gott. Okay. Ein durchaus schöner Puppenladen, wie ich finde. Sollte mal wieder renoviert werden. Oh, der Apotheker. Das ist... Wie, was macht denn der Apotheker hier? Das macht doch überhaupt keinen Sinn eigentlich. Oder ist das ein Übersetzungsfehler irgendwie? Aber der sieht ja auch aus wie ein Apotheker. Ich verstehe das nicht. Naja, egal. Wir haben den Schlüssel. Ja. Hier ist noch eine Notiz oder ein Schlüssel. Nee, ich glaube, das ist eher was zum... Los geht's. Okay. Ich glaube, das ist eher so ein... was ist das denn? Ach, da kann man sich die Puppen herrichten, oder wie sehe ich das? Ja, okay. Wir sind schon aus dem Alter raus. Wir haben andere Sorgen. Ah, ja, okay. Waffe, wie wusste ich? Ach, ich habe ja gar keinen Schuss, okay. Dann bin ich ja beruhigt. Ah, scheiße. Da komme ich doch wohl vorbei. Ah, da komme ich vorbei, Leute. Ist kein Thema. Langsam, aber sicher. Das ist doch auch eins der Viecher, die nur hören. Nicht sehen, oder? Natürlich. Trotzdem nicht zu nahe kommen. Und nicht zu laut sein. Okay. Jetzt gehen wir zu der Tür. Junge. Okay, wir haben den Schlüssel. Oh, Jan. Ja. Nein. Ah. Lea, oder was? Ach, nee. Vielleicht war es auch eine Falle. Mach doch nicht so laute Geräusche hier, du blöde Fotze. Ein Militärhubschrauber. Ah, was ein Zufall, dass da noch so ein schönes Kreuz drauf ist. Halt durch, Joel. Okay, ich glaube den Klicker, ich glaube die heißt Klicker, sind wir jetzt los durch das Gitter. Hat sich gereimt, wer hat's gemerkt? Hoffentlich treffen wir nicht auf weitere Viecher. Okay, was ist hier? Nichts. Wir müssen ja echt jede Ecke untersuchen, denn wir wollen ja überleben, nicht? Das Ganze spielen wir übrigens auf normal, ganz standardmäßig. Ja! Oh, schöne Kameras. Anstatt sie sich eine davon so einsteckt und einfach mal, wir müssen doch bestimmt da runter. Oder auch nicht, wir können da gar nicht runter, oder? Aber hier gibt es keinen weiteren Weg, oder können wir hier... Ah, nee. Hallo? Ach, hier. War der eben auch schon frei oder wurde der jetzt irgendwie... Ach, egal. So, gibt's hier noch irgendwas? Hier um die Ecke, wir müssen ja... Ach, das ist einfach nur ein weiterer Durchgang. Ja. Ich bin auch immer so einer, der erkundet sehr viel. Ich nehme immer alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, Nagellack, ja. Erstmal zugreifen hier. Gratis Nagellack. Aber scheint sie nicht so zu interessieren. Warum denn nicht? Ich verstehe es nicht. Ah, hier war mal ein schöner Salon. Oh. Ach ja,